Ja, guten Tag und vielen herzlichen Dank für die Einladung und den super, auch für mich sehr spannenden Kongress. Wundern Sie sich bitte nicht, ich habe den Titel gleich mal geändert. Ich habe das 200 durchgestrichen, weil eigentlich sind es nicht 200 Jahre, sondern in der medizinischen Fachliteratur dokumentiert sind es inzwischen 220 Jahre. Also wir sprechen hier nicht über eine Neuerfindung oder eine neue Mode, sondern über etwas, was eigentlich in der medizinischen Fachliteratur schon seit 220 Jahren dokumentiert ist und nachzulesen ist. Die Ernährungsform gibt es sicherlich schon sehr viel länger, aber wir gehen ja davon aus, was ist dokumentiert, was ist bekannt. Ich möchte Ihnen ein bisschen was zu vor allem diesen Personen zeigen. Sie sehen hier, das ist die erste Monographie, die beschrieben ist, 1797. Ja, daraus hin ergibt sich die Zeit. Dann Bunting, Wilhelm Moore Stephenson. Ich werde durch diese einzelnen Personen, die wichtig für die Entwicklung und Geschichte Low Carb, High Fat und ketogene Ernährung sind, nach und nach durchgehen. Hier ist mal die Geschichte zusammengefasst. Wenn wir eben beginnen, 1797, ein britischer Armeechirurg, John Rollo, der hat genau das gemacht, was jetzt häufiger heutzutage der ketogenen Diät vorgeworfen wird, es wäre eine reine Fleischdiät. Aber damals hat man das so gemacht. Ja? Das war die erste Beschreibung. Dann kam ja hier 1864 die erste, sagen wir mal, Vorläufer der Atkins-Diät, ja, Wilhelm Banting, Letter on Corpulence. 1885 ist praktisch nicht bekannt. Da wurde ja, wir müssen rechnen, Insulin gab es erst, wann für Patienten verfügbar? 25 letztendlich war es langsam in ausreichender Menge verfügbar. Ja. Vorher gab es das nicht. Und wenn Sie einen Diabetes entwickelt haben, dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Kohlenhydrate strikt vermeiden oder sterben. Ja, und deswegen wurde bereits hier auch in Berlin sehr intensiv an der Ernährung von Diabetespatienten geforscht zu dieser Zeit. Dann wurde 1916 die erste stärke- und zuckerfreie Diät bei Epilepsie beschrieben, aus der dann 21 dann die auch heute noch gültige ketogene Diät für Epilepsiepatienten entwickelt wurde, die spätestens mit der Publikation 1925 von Petermann mit dem sehr lange, inzwischen ändert sich das ein bisschen, gültigen Schema, 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate am Tag und der ganze kalorische Rest aus Fett entwickelt wurde. Das entspricht dann quasi der sogenannten 4-zu-1-Diät. Ja. Dann 1928 wurde der vorhin gezeigte Wilhelm Moore Stephenson, wie gesagt, ich gehe noch drauf ein, medizinisch gut untersucht und da ging es auch wieder um eine reine Fleischdiät, die zu allem Erstaunen der damaligen Fachwelt nicht zum unmittelbaren Tod der Probanden geführt hat. Dann war lange Zeit relativ Ruhe in dem Gebiet. Es gab sehr viel Medikamente, es gab im Bereich der Epilepsietherapeutika, da wurde nicht viel gemacht. Bis dann 1994 letztendlich ein wichtiger Punkt war, wo der später auch zur Gründung der Charlie Foundation geführt hat, wo Jim Abrahams seinen medikamentös nicht therapierbaren Sohn tatsächlich noch dieser Petermannschen ketogenen Diät zuführen konnte und er bereits am zweiten Tag aus 100 Anfällen plus mehr am Tag als Kleinkind, ja, also der kam praktisch aus epileptischen Anfällen nicht mehr raus, zu anfallsfrei geworden ist. Und dann hat der Jim Abrahams eben gesagt, ja, warum wussten wir das nicht? Wie kann das sein, dass wir das nicht wissen? Und so viele andere auch leiden. Und dann hat er, Jim Abrahams ist, wer es nicht weiß, ein wichtiger Hollywood-Produzent. Der hat Kohle und Connections, ja, ganz wichtig. Und er hat dann die Charlie Foundation gegründet deswegen. Und kurz darauf wurde von Linda Nebeling der erste Fall publiziert, wo bei zwei Kindern mit Astrozytom, die auch epileptische Anfälle hatten, sehr erfolgreich die ketogene Diät angewendet wurde. Und die Geschichte hier von der Charlie Foundation wurde 1997 mit dem Film First Do Not Harm von der Meryl Streep publiziert, mit Meryl Streep in der Hauptrolle publiziert. Und dadurch kam das zumindest in der Therapie der kindlichen Epilepsie wieder total in den Fokus. Und heute gibt es kaum noch ein neuropädiatrisches Zentrum, was Epilepsiekinder behandelt, was nicht die ketogene Diät zumindest anbietet. Aber zu den Wurzeln der ketogenen Diät. Das war eben diese Publikation 1797, die kann man heute auch im Internet finden, die existiert also noch. Ja. Two Cases of Diabetes mellitus. Sie sehen schon, damals gab es also auch schon Zuckerkrankheit. Die
meistens in der Oberschicht auftrat, weil die anderen hatten nicht genug zum Essen, um sich zu überfressen, um das mal klar zu sagen. Ja. Und der Chirurg Dr. John Rollo beschreibt seine Erfahrung mit einer sehr fettreichen, kohlenhydratarmen, sogenannten Fleischdiät zur erfolgreichen Behandlung zweier stark übergewichtiger und diabeteskranker Armeeoffiziere. Ja. Die hatten ein bisschen mehr Geld, die konnten ein bisschen mehr Süßigkeiten essen. Der Zuckerhahn, und das war damals ja das Diabetes mellitus, ja, der durchfließende Zucker, der verschwand unter der fast kohlenhydratfreien Diät und gleichzeitig nahm zumindest einer der Offiziere, so ist es beschrieben, drastisch an Gewicht ab. Und das heißt, zur Rolloschen Zeit wurde bereits eben die Grundlage der diätischen Behandlung der damals noch seltenen, aber bis zur Fleischdiät eben meist tödlich verlaufenden Zuckerkrankheit gegründet. Und diese Fleischdiät wurde dann auch tatsächlich die nächsten 200 Jahre immer wieder oder zumindest 150 Jahre angewendet. Dann sicherlich jedem, der sich mit Low Carb und High Fat beschäftigt, gab es dann den britischen Armeechirurgen, da gab es dann den Unternehmer William Banting. Witzigerweise ist es ein Verwandter von dem Insulinentdecker Banting. Ja, also das liegt irgendwie scheinbar dort in der Verwandtschaft. Der hatte das Problem, der war auch wohlhabend und hat sehr gerne und sehr gut gegessen und war extrem übergewichtig und hat halt alle Probleme gehabt, ist die Treppe nicht mal gut raufgekommen, war kurzatmig, hat Gelenkschmerzen gehabt. Also die klassischen Symptome eines schweren metabolischen Syndroms. Und er hat immer alles Mögliche versucht, Diäten und so weiter. Und sein Arzt William Harvey, der kannte diese Fleischdiät und hat ihm dann diese Fleischdiät verordnet. Das war, man kann sogar genau bei ihm nachlesen, was er alles genau gegessen hat. Also er hat sehr viele Eier gegessen und tatsächlich auch Fleisch, also britische Küche. Ja. Aber das deutliche Übergewicht nahm ab. Ja. Und es ging ihm besser, es ging ihm super und er hat dann eben auch gesagt, so wie später auch der Jim Abrams, warum weiß das keiner, ich muss das publizieren. Auch damals haben schon die Ärzte gesagt, Futter einfach weniger, haben wir gestern gehabt, Futter weniger und beweg dich mehr. Ja? Und das hat bei ihm eben auch nicht gewirkt. Bei ihm hat halt dann diese Betreuung durch den William Harvey mit seiner Low-Carb, High-Fat-Diät sehr gut gewirkt. Und er hat dann einen Letter on Corpulence gedruckt, der rasend schnell vergriffen war, wieder nachgedruckt wurde und in mehreren Auflagen dann gemacht wurde. Und die Banting-Diät wurde 1000 Male nachgearbeitet. Es gab richtig viele Kliniken, in denen Banting-Diät tatsächlich ein fester Bestandteil war. Ja? Und diese Low-Carb-High-Fat-Reduktionsdiäten, die wurden tatsächlich in diesen Kuren als to-band bezeichnet. Do you want to band or not? Ja, und es war einfach, möchten Sie High-Fat-Low-Carb-Diät haben, wie Bendings gemacht hat, oder möchten Sie normal essen? Ja? Also das war einer der ersten, der das wirklich sehr gut gezeigt hat, dass das Ganze funktioniert und es auch durchgehalten hat. Hirschfeld ist weniger bekannt. Hirschfeld hat eigentlich von der anderen Seite her das Ganze untersucht. Man hat damals gedacht, wenn Aceton im Urin auftritt, damals konnte man noch nicht die Acetonkörper einzeln unterscheiden, dann verzehrt es den Körper, ist schlecht. Und er hat versucht, wie kann ich die Ketose unterbrechen? Ja, also er ist auf die andere Seite gekommen und hat tatsächlich mit Patienten und auch mit ärztlichen Kollegen, so ist es beschrieben, Versuche gemacht. Und hier sieht man sehr schön, warum ursprünglich es hieß, 50 Gramm Kohlenhydrate unterbrechen die Ketose und auch, was schon mehrfach ankam, viel Protein unterbricht die Ketose. Ja, und das war 1885, Krankenhaus Moabit, ist auch wissenschaftlich publiziert, ja. Zeitschrift für klinische Medizin, also durchaus eine gute Medizinerzeitung. Und er hat hier die Patienten auf eine Fleischdiät wieder gesetzt. Die bestand aus Schabefleisch, Butter, Käse, Servelatwurst und Kaffeeschwarz. Ja, das haben die Leute bekommen. Und dann sieht man sehr schön, wie die Ketose unter der Ernährung ansteigt. Das, was wir jetzt unter einer ketogenen Diät ja eigentlich haben wollen. Und er hat dann aber gesagt, oh, Ketonenkörper sind schlecht. Er möchte die loswerden. Und dann hat er denen hier 50 Gramm Weißbrot. Also man schrieb das damals so. Ja, das ist original. Ich habe nur die Daten in ein eigenes Programm eingegeben, weil die nur in einer Tabelle sind in seiner Publikation. Also 50 Gramm Weißbrot hat schlagartig die Ketose zum Erliegen gebracht. Ja, und dasselbe ist mit 50 Gramm Zucker passiert. Ja, Sie sehen hier, die Patienten sind sehr schön in die Ketose gekommen, über 5 Tage hinweg und in dem Moment, wo er die 50 Gramm Zucker gegeben hat, zack, ist die Ketose zusammengebrochen.
Ja? Das hat uns immer lange Jahre die Grenze mit 50 Gramm Kohlenhydraten angegeben. Stimmt aber natürlich nicht ganz, weil wie wir ja wissen, ist der ketogene Quotient Fett zu Kohlenhydraten und Eiweiß wichtig. Das heißt, ich kann durchaus 50 Gramm Kohlenhydrate oder auch reinen Zucker essen, wenn ich die entsprechende Fettmenge dazu nehme. Ja? Und hier High-Low-Protein, den Vergleich, da hat er hier geschaut, wenn der Patient ungefähr im Schnitt über die Tage 77,5 Gramm Kohlenhydrate hat, ja, dann ging die Ketose hoch. Und wenn er 133 Gramm hatte, haben Sie gesehen, hier kommt er nicht gut in die Ketose bzw. fällt dann wieder ab. Also eine High-Protein-Diät verhindert, dass man in eine ordentliche Ketose kommt. Dasselbe bei einem zweiten Patienten, der hat sogar noch mehr Protein vertragen, 110 Gramm. Und bei 172 sehen Sie, da mickert die Ketose hier unten irgendwo vor sich hin. Also das heißt, er hat bereits 1885 sehr schön gezeigt, wie kann ich eine Ketose stören. Ja, in seinem Interesse war es positiv gemeint, weil er wollte eben nicht das körperverzehrende Aceton produziert sehen. 1885, zu der Zeit, ein bisschen später, war gerade die Hochzeit der Völkerkunde, wo dann noch die indigenen Völker damals schon untersucht werden, der Dschungel untersucht wurde, Afrika untersucht wurde und wo sehr schnell den Missionsärzten in Alaska und in Nordkanada aufgefallen war, dass die Eskimos, wenn sie traditionell lebten, erstaunlich wenig Krebserkrankungen hatten. Und dass die Eskimo-Frauen, wenn sie mit zum Beispiel weißen Walfängern oder anderen Leuten verheiratet waren und die britische schiffszwiebelbasierte Kost gegessen haben, plötzlich die gleiche Brustkrebsrate hatten wie die weißen Frauen. Und dann gab es hier den Arctic Explorer, heißt, ja, der hat Anthropologie studiert, unter anderem Wilhelm Urs Stephenson, und der hat dann im Rahmen einer Expedition On the Search of the Source of Cancer die Mackenzie River Areale bereist und geschaut, was unterscheidet die Ernährung der traditionell lebenden Eskimos mit denen, die dann eben krank werden. Und er hat insgesamt 11 Jahre dort gelebt, auch mit den Leuten gelebt. Das ist sehr spannend, seine Berichte und seine Forschungsberichte zu lesen. Ja. Er hat in den Familien gelebt, hat in einem Zelt bzw. Winter in diesen Eisiglos gelebt und hat ausschließlich Fisch und Robbenfleisch, also damit ist aber zusammengefasst alles gegessen. Die haben natürlich auch Wale und alles, also alles, was an Säugetieren aus dem Meer gefangen wurde. Und sie haben es oft roh oder da kommt wieder das Fermentierte gegessen. Ja? Und he concluded that he had never been in better health in his life. Das war damals extrem auch unvorstellbar, weil man gesagt hat, Brot, Kartoffeln, das war ja damals auch die Ernährung der Standardbevölkerung. Und von allem anderen, dass man leben kann, glaubte man nicht. Und er ist aber auch wissenschaftlich begleitet worden, wo man dann festgestellt hat, ja zum großen Erstaunen, es funktioniert tatsächlich. Ja, das war die Region, in der er zuständig war, so haben sie gelebt. Er beschreibt also auch sehr schön, wie die Kleidung sein musste, wie man gefischt hat, wie man bei 40 Grad minus aufpassen musste, dass man keinen Hitzschlag bekommen hat. In der sehr guten Kleidung, die die hatten. Ja. Und das war seine Ernährung. 115 Gramm Protein, also das wurde dann von diesen Wissenschaftlern berechnet. Über 200 Gramm Fett und unter 10 Gramm Kohlenhydrate. Und hat eben Fleisch, Fisch, ja gut, Poultry, da haben sie halt irgendwelche Enten und ähnliches gefangen. Ja. Die haben sehr viel die Gehirne gegessen. Sehr gute Fettquelle, ungesättigte Fette. Ja. Er hat ganz wichtig das Knochenmark gegessen. Ja, auch wichtige Quelle für gute Fette, Mineralien. Und sie haben Leber und Nieren gegessen. Ja, und das ist alles publiziert. Wenn man das zusammenrechnet allerdings, dann ist das Problem, wir sagen ja, um sicher in eine Ketose zu kommen, sollte der ketogene Quotient 2:1 sein. Also 2 Gramm Fett auf die Kombination aus 1 Gramm Protein und Kohlenhydrate. Und sein ketogener Quotient war nur 1,6. Aber zum einen haben die sich natürlich extrem körperlich angestrengt. Ja, die sind ja bis zu 70 Meilen am Tag mit den Schlitten umhergelaufen. Da verbraucht man natürlich ordentlich was. Und, aber in dieser sogenannten modifizierten Atkins-Diät, wie sie heutzutage auch bei den Epilepsiekindern angewendet wird, verwendet man eben durchaus diesen Quotienten und es funktioniert. Ja. Diese Diät gibt es heute noch, allerdings nicht mehr in Nordamerika, sondern in einer Region, wo man sie nicht ganz so vermutet und die für uns eigentlich so ein bisschen aus dem Fokus ist, nämlich in
Nordrussland. Da gibt es noch das indigene Volk der Nenzen. Und das ist quasi deren Vorratskammer. Ja, die läuft hier vor denen her. Und die leben dort noch so eines der letzten wirklich nomadisch-sibirischen Völker. Und da gab es so ein Projekt, wo die hier fotografiert und erforscht wurden. Und die machen alles aus Rentieren. Das Fleisch ist der wichtigste Bestandteil der Ernährung der Nenzen. Roh, also auch gekocht oder gefroren. Die können ja nicht, hier können sie nicht groß Feuer machen. Ja, wo wollen sie da Feuer machen? Ja. Und ganz entscheidend ist aber natürlich, da ist dann die Frage, wollen wir das heutzutage noch? Ja. Die trinken natürlich sofort das Blut frisch. Warum? Weil es dann sehr vitaminreich ist. Ja. Da leben die ganzen. Auch das ist die Frage, ob wir uns heute einen Kindergeburtstag so vorstellen können. Ja? Also. Aber Sie sehen, die bedienen sich am frisch geschlachteten Rentier. Und ich meine, die sehen jetzt nicht alle leidend und unterernährt aus, muss man sagen. Ja? Also das funktioniert tatsächlich. Und hier oben leben die, wo tatsächlich nicht viel ist. Die haben eine kurze Sommerphase. Ja, und außer den Rentieren essen sie natürlich auch im Winter diesen Fisch, Weißlachs oder Maskun. Und in den Sommermonaten wächst in dieser sibirischen Taiga natürlich, da wachsen Moosbären und ein paar andere Bären. Aber mehr haben die nicht an Kohlenhydratquellen. Das Entscheidende ist aber, die essen tatsächlich die tierische Nahrung, zumindest so Sachen wie eben Leber und Blut, wo die Vitamine drinnen sind, frisch. Ja. Und das unterscheidet eben, wenn wir jetzt heutzutage sagen, wir machen eine Paleo-Diät oder irgend so eine rückwärtsgewandte Diät, von uns geht keiner an den Schlachthof und hält den Eimer unter die Sau, die da geschlachtet wird und nimmt das Blut mit heim und isst das gleich. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also ich persönlich habe auch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, aber wenn man nichts anderes hat, schmeckt einem das auch. Ja. Und der Stefansson sagt, ja ganz klar, dadurch waren sie gesund. Ja. Publiziert wurde das Ganze mehrfach, sehr hochrangig, weil damals kam gerade die Vitamine auf, wie der Stefansson das gemacht hat. Und da hat man gesagt, also wenn ihr nur von Fleisch lebt, sterbt ihr ans Skorbut und an allen anderen Sachen. Und dann hat sich der Stefansson mit einem Kollegen ein Jahr lang extrem engmaschig wissenschaftlich begleiten lassen. Und die meisten seiner Kalorien, die kamen aus Fett. Und es wurde damals schon festgestellt, dass eben nicht das magere Putenschnitzel die Fleischquelle war, sondern der hat tatsächlich alle Teile vom Tier gegessen. Ja, die ganze Karkasse, das ist das Entscheidende. Die haben die Haut gegessen, die haben alles Fett gegessen, die mageren Fleischteile, beschreibt er, die haben sie den Hunden vorgeworfen. Ja, also die wussten schon, was sie brauchen, um da zu überleben. Die Hunde können daraus Gluconeogenese bis zum Abwinken machen und die brauchen auch mageres Fleisch. Die nehmen das Fett natürlich auch gerne, aber sie haben es halt nicht bekommen, weil es die Menschen für sich behalten haben. Ja, also das war entscheidend. Schon damals hat man unter Fleisch nur das magere Muskelfleisch verstanden. Ja? Und hier war auch wichtig, er zeigte keine Änderung im sportlichen, leistungsfähigen Verhalten, ja, und auch in keinem anderen, Sie sagen, System of the Body. Also schlicht und ergreifend, er war einfach pumperlgesund. Ja? Und ganz entscheidend, es erschien kein Vitamindefizit. Hat die damals extrem überrascht. Ja? Der war fit. Ja? Und ganz klar, Folgerung gave no evidence that any ill effects. Also die haben ja alle erwartet, dass die schwer krank werden und mussten in dieser wissenschaftlichen Publikation schreiben oder in den vielen Publikationen, die waren gesund mit dieser Ernährung. Ja? Also ganz entscheidend, hätte man eigentlich das schon anerkennen müssen, dass so eine Ernährung gut ist. Ja? Wo dann die wissenschaftliche Anerkennung kam, das war auch ungefähr, also um die Zeit ist sehr viel passiert. Ja? Das war dann auch um die Zeit 1916 eben, diese, hatte ich schon erwähnt, stärke- und zuckerfreie Epilepsie-Diät, 21 dann an der Johns Hopkins die erste wirklich angewendete ketogene Diät und die wurde auch bei Gesunden erprobt und siehe da, man hat auch wieder keine negativen Folgen erkannt und eben 25 die Petermann-Diät, hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Frau Nebeling habe ich rausgestellt, weil das dann später zu den Krebsfällen führt. Und dieser Film First to Not Harm, also Charlie Foundation, wer das nachlesen möchte, da sind auch sehr viele Testimonials, ist halt so eine typisch amerikanische Homepage. Das ist der Charlie Abrahams. Ja? Der hat tatsächlich nach dieser initialen ketogenen Diät keine ketogene Diät mehr gebraucht, ja? Und ist seitdem anfallsfrei. Ja?
Und die Geschichte von dem, die in dem Do Not Harm, das soll dieser Typ hier sein, ja? Der ist inzwischen auch schon ein paar Jährchen älter, ja? Und ist auch anfallsfrei. Und das ist das, was eben hier drin in diesem Film erzählt wird. Und das ist auch das, was man erreichen kann. Wir, am 11. Januar war in Fulda ein Symposium, wo es eben um die ketogene Diät der Epilepsie ging. Wir haben ja vorhin schon gehört, wie abstrus die ketogene Diät für Epilepsiekinder berechnet wird. Ja? 102 Gramm Kartoffeln, 17 Gramm Apfel. Ja? Ich meine, hallo, wie soll man denn da eine vernünftige Ernährung machen? Und kein Wunder, dass die Eltern Probleme kriegen, das für diese Kinder zu berechnen. Ja? Da muss man einfach das machen, was wir hier machen. Mei, dann gibt es halt keine Kartoffeln, sondern gibt es halt in Kokosöl ausgebratene Selleriescheiben. Dann gibt es halt kein Kartoffelpüree, sondern gibt es halt Pastinaken oder Sellerie oder Rettichpüree. Geht alles. Und wenn die Kinder das gewöhnt sind, hat man auch keinen Unterschied zu einer normalen Ernährung. Ja? Also das ist der Stand der Dinge. Etablierte Therapie bei Kindern mit Pharmakoresistenz, das hatten wir ja auch schon, es wird nach wie vor erst in der dritten Linie, obwohl es sollen jetzt neue Leitlinien rauskommen, das tatsächlich als First Line empfohlen wird. Das hatte Eric Kossoff da erzählt. Ja? Also weil er auch gesagt hat, warum muss ich erst drei Antiepileptika ausprobieren, die nichts vielleicht bringen und die Kinder in Zombies verwandeln. Ich könnte es ja genauso gut erst mal 2 Wochen mit der Ketose probieren und dann sehe ich ja, ob es funktioniert. Ja, weil nach 2 Wochen sind die entweder anfallsfrei und, oder stark anfallsreduziert oder es wirkt nicht. Ja, aber er hat auch gesagt, bei sich 90% sprechen auf die ketogene Diät an. 90% von den Epilepsie-Leuten. Ja. Als modifizierte Atkins-Diät in Zukunft oder immer mehr eingesetzt und eben Low Carb. Klar, deswegen wissen wir alle hier, Atkins-Diät, Anabole-Diät, Low-Carb-High-Fett-Diät, optimale Diät im polnischen Bereich und auch Herr Lutz mit Leben ohne Brot. Überall funktioniert es, aber es heißt immer, es fehlen die Studien. Ein wichtiger Punkt ist die Abspeck-Diät. So begann ja das Ganze ja, mit dem John Rollo. Abspecken scheint immer zu ziehen. Das scheint wichtiger zu sein als Krebs, als sonstige Erkrankungen. Ja. Banting haben wir gesehen. So, und eine Sache, die auch keiner weiß, die habe ich, wie wir angefangen haben, zu meinem großen Erstaunen gefahren. Es gibt einen Ernährungspapst in Deutschland, der hat auch das große Lehrbuch geschrieben, der Herr Kaspar. Herr Kaspar war Internist in Würzburg. Ja. Und Herr Kaspar hat jahrelang, Sie sehen hier 71, auf vielen Kongressen präsentiert und publiziert, die Kaspar-Diät. In Deutschland hieß das Kaspar-Diät. Das war das, was der Atkins in den USA als Atkins-Diät gemacht hat. Und dann habe ich mal gefragt, ja, warum haben Sie das nicht weitergemacht? Und er hat gesagt, das hat super gewirkt. Ja? Bestens, die haben das in der Klinik gemacht, die haben das mit ambulanten Patienten gemacht, die haben das in großem Maßstab gemacht. Und es gibt tatsächlich noch 2 Diätassistentinnen an der Klinik, die können die Rezepte noch. Ja? Die haben damals schon in der Diätküche gearbeitet. Für die war das, wie wir gesagt haben, wir brauchen was für Krebspatienten, völlig normal. Die haben einfach ihre alten Rezepte rausgekramt und haben die Sachen wieder gemacht. Ja? Und er hat dann gesagt, naja, das große Problem ist, irgendwann wendete sich der Trend und er sagte, Frau Kämmerer, Sie müssen aufpassen, wenn Sie sagen, viel Fett ist gut, sind Sie schlecht. Ja? Und er hat dann offensichtlich auch sehr viele Anfeindungen gehabt und irgendwann ist das Ganze deswegen dann eingeschlafen, weil man will ja nicht permanent nur kämpfen müssen. Ja? Wobei, schade, dass er es nicht gemacht hat. Atkins kennen Sie alle, der war dann etwas übergewichtig, ist dann, das heißt ja immer, der ist total übergewichtig, verfettet, gestorben. Also ich meine, für einen 70-Jährigen ist das jetzt nicht wirklich übergewichtig und verfettet. Ja? Also der hat damit auch sehr gut gelebt. Bei Krebserkrankungen, das ist ja so mein Schwerpunkt, war die erste Publikation 87, da haben wir also erst 30 Jahre. Ja? Da war ein Tumor-Cachexie-Modell allerdings eben in der Maus, nicht im Menschen. Die erste Menschenuntersuchung war 87 ebenfalls von Kenneth Fearon, ist publiziert worden. Danach hat sich aber leider nichts getan, obwohl die Patienten extrem, das waren aber präfinale Patienten auf der Intensivstation, extrem von der ketogenen Diät profitiert haben. Dann kam der eben schon erwähnte Fall von Linda Nebeling, der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, ja, wo die Linda Nebeling dann gesagt hat, okay, wir machen das, die Kinder haben Epilepsie und wo dann ein Kind zumindest 10 Jahre danach, hatte ich die Frau Nebeling gefragt, noch gelebt hat mit Astrozytom Grad 3. Normalerweise hätte das Kind schon
7 Jahre tot sein müssen. Ja? 2005 hat dann der Thomas Seyfried diese Hypothese aufgebracht und publiziert, dass man vielleicht den Tumormetabolismus bei Gliom behandeln müsste und hat dann eben die ketogene Diät ins Boot geworfen. Und 2011 haben wir dann unsere erste kleine Studie mit 16 Patienten publiziert. Da hat uns die Ethikkommission aber auch nur präfinale Patienten genehmigt. Ja? Also man könnte ja an der Diät sterben. Ja? Also macht man es nur bei Patienten, die sowieso sterben, war die Idee. Ja? Total makaber. Aber wir hatten ja trotzdem 6 Patienten von denen, die tatsächlich in eine Stable Disease gekommen sind, obwohl sie eigentlich schon abgeschrieben waren, wenn man das jetzt mal knallhart sagt. Ja? Bei neurodegenerativen Erkrankungen möchte ich nicht viel sagen, nur noch mal daran erinnern. Bei Alzheimer der geendete Ketonscan, ja, die Geschichte von der Mary Newport haben Sie ja auch schon gehört, die hat die Uli ja auch schon gezeigt. Der Fallbericht, über den möchte ich drüber hinweggehen, ja, hier eben auch noch mal die angesprochene MCT-Menge. Sie hatte uns dann, glaube ich, gesagt, Uli, richtig, sie ging am Schluss bis auf 110 Gramm hoch am Tag bei ihrem Mann. Ja, da war der halt ordentlich angepasst. Ja, das war dieser Uhrentest. Jeder Demenzbetreuende, dem man das zeigt, sagt, das gibt's gar nicht. Das muss so rumgehen. Das ist gefaked so rum, aber es ist so. Ja? Das hat die Uli, das hast du wahrscheinlich auch gezeigt, genau. Dieser mit der ungeänderten Aufnahme der Ketone ins Gehirn. Und wir sind ja auf Neuroprotektion oder auf Antiinflammation gekommen. Da war mit das Entscheidende ein Artikel, der in Nature Communications erschienen ist, aus einer deutschen Gruppe. Erstaunlicherweise, ja, Beta-Hydroxybutyrat und dann wurde erkannt, dass dieser, ich hatte es letztes Jahr vorgestellt, dieser Rezeptor HCA2, der als Nikotinsäurerezeptor ist, die Entzündungsreaktion regelt und damit eine klassische antiinflammatorische Reaktion auslöst. Die Uni Bonn hat es damals auch in einer fetten Pressemeldung gebracht. Einiges spricht dafür, dass nach einem Schlaganfall eine sogenannte ketogene Diät, die reich an Fett und arm an Kohlenhydraten und Protein ist, das Gehirn schützt. So. In dem Artikel, in dem Originalartikel stand aber drauf, das hatte ich, glaube ich, Ihnen letztes Jahr auch schon erzählt, dass leider Diät ja nicht zu essen ist. Ja? Und daraufhin hatte ich ja dann den Letztautor, den Herrn Schwanninger, angeschrieben, habe gefragt, wie er denn auf die Idee kommt. Und auch mit ihm telefoniert, hat er gesagt, er hat halt nur die Mäusekekse probiert. Ja. Wobei, wenn man die Mäusekekse, wir haben ja auch welche gebacken, wenn man die Mäusekekse richtig macht, schmecken die auch. Ja? So, es gibt dann noch ein paar ganz kleine Sachen, die zur Zukunft hinleiten. Also Brain Injury scheint eine wichtige Sache zu sein, dass Patienten mit traumatischen Sachen, mit Schlaganfällen, wenn man die gleich auf der Intensivstation in eine Ketose setzen würde oder zumindest fasten lassen würde, damit sie in eine Ketose kommen, haben vermutlich ein sehr viel besseres neurologisches Outcome als diejenigen, die gleich fett ihre Insulin- und Glukoseinfusionen bekommen. Ja, also da gibt es inzwischen sehr viel dazu. Wie wird die Zukunft ausschauen? Es werden tatsächlich über diesen reinen ernährungsphysiologischen Aspekt hinaus immer mehr Komponenten der ketogenen Diät erforscht und auch publiziert. Wir sollten uns aber diejenigen, die das anbieten, nicht als allein seligmachende, weil es kam ja auch schon öfters, man kann nicht mit einer Diät bei einem komplexen Geschehen davon ausgehen, dass es sicher heilt. Man kann es natürlich gerne in Kauf nehmen als Nebenwirkung. Ja? Aber primär sollte das in der ersten Linie sich auf die 2 Mechanismen richten, die allen Erkrankungen gleich ist, die auf eine ketogene Ernährung gut ansprechen. Das ist eine vermehrte Entzündungsreaktion, ja, und das finden Sie praktisch bei allem, was hier unten aufgeführt ist. Metabolisches Syndrom, Typ-2-Diabetes, Allergien, Krebs, rheumatische Erkrankung, Morbus Crohn, neurodegenerative Erkrankung, Migräne, COPD, diese Lungenerkrankung, diese schwere, ja, die neue Volksseuche werden wird. Herzinsuffizienz, Akne, vor allem Akne inversa, eine ganz üble Erkrankung für die Betroffenen. PCO-Syndrom für die betroffenen Frauen, eine schwere Sache, spricht hervorragend auf Low-Carb-Diät an. Ja. Anfallsleiden habe ich jetzt mal zusammengefasst, den ganzen Epilepsie-Formkreis, Multiple Sklerose. Alle diese Erkrankungen sind gekennzeichnet durch vermehrte Entzündungsreaktionen und haben einen gesteigerten und gestörten Zuckerstoffwechsel, meistens hohe Blutzuckerwerte, hohen Zuckerbedarf. Wir haben neulich einen Patienten im Rettungsdienst geholt in die Klinik, der war ursprünglich Leistungssportler,
Direktor einer großen Schule, ja, also ein hochintelligenter Mann, 94 Jahre inzwischen, hochdement. Und was haben die Pfleger gesagt? Er will immer nur Süßes, Süßes, Süßes. Der hat einen unglaublichen Zuckerbedarf, sehr ja klar, weil das Gehirn einfach keine Energie mehr hat und versucht, über besonders viel Zucker wenigstens noch einen Rest zu versorgen. Gebt dem doch mal Fett. Nein, können wir doch nicht machen. Ja? Also, da kriegt er mit 94 einen Herzinfarkt, genau. Ja, wunderbar. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was über die Geschichte dieser Ernährungsform gesagt. Und wenn Fragen sind, freue ich mich, die zu beantworten.